FNF. So, in den Kampfring begeben. Ne? Um ist den Diskus zu werfen, musst du die linke Maustaste anklicken und dann loslassen. Mit der rechten Maustaste kannst du ihn wieder zurückrufen. Der Diskus lässt sich aber auch während des Fluges steuern. Klicke einfach mit der linken Maustaste und halte die Taste danach gedrückt. Die Mausbewegungen beeinflussen die Richtung, in die der Diskus fliegt. Willst du den Diskus im Nahkampf einsetzen, dann drücke die linke Maustaste und halte die Steuerungstaste gedrückt. Um einen heranfliegenden gegnerischen Diskus abzuwehren, genügt ein Klick mit der rechten Maustaste. Trainiere den Umgang mit dem Diskus und kämpfe gegen dieses Trainingsprogramm. Okay, mach mal. Aber vorher muss ich kurz was umstellen in den Optionen, denn ich habe mir die Steuerung gerade umgestellt. Ich habe nämlich Ducken auf die Steuerungstaste gesetzt und das muss ich dann jetzt wieder umsetzen, weil sonst ducke ich mich natürlich jedes Mal. Aua! Mark, hier Kollege, ich glaube es hackt. Au! Ja, toll. Fängt natürlich hier super an. So, ihr seht es auch schon, mit der rechten Taste kann ich hier dem seinen Diskus abwehren. So dass der Flug natürlich irgendwo anders hingeht und wir haben gewonnen. Oh, was liegt denn da Schönes? Dein Programm gelöscht, bleiben lediglich ein paar Kerntrümmer mit Restbeständen an Energie, Gesundheit und häufig auch Genehmigungen und Subroutinen zurück. Wenn du weiter trainieren willst, aktiviere den Schalter. Nehmen wir das so mit. Starte ein weiteres Gefechtstrainingsprogramm. Betrete den Datenstrom, wenn du fertig bist. Ja, und wir haben direkt Glück. Hier in ihm war eine Genehmigung drin, nämlich die Genehmigung Nummer 7. Ja, seht ihr auch schon unten, unser Kreis wurde aufgefüllt. Rechts oben seht ihr mittlerweile auch, ja, unsere Diskusanzeige. Das heißt, wir haben derzeit halt eben den ganz normalen Diskus mit dabei. Ja, wir haben später noch ganz andere Waffen mit dabei. Ich möchte nochmal hier gegen einen kämpfen. Geht das? Ich habe gerade nicht ganz so zugehört. Oh, Gefechtstrainingsprogramm aktivieren. Komm, gib mir einen neuen Gegner. Ja. Au, ich habe doch abgewehrt, verdammt. So, jetzt aber. Haha, Treffer. Und noch ein Treffer. Sehr schön. Was lässt du mir Schönes liegen? Ja, diese Gefechte sind sehr nah an den Film angelegt. Und hier kriegen wir nochmal die Genehmigung Nummer 7. Ja, ich nehme sie nochmal mit. Man weiß ja nie, ob man sie vielleicht auch mal später gebrauchen kann. Und doppelt hält ja besser, ne? Ja, man weiß ja nie. Ich kann ja mal gucken. Ja, wir müssen das Kampftraining abschließen. Ich denke, ich lade mich nochmal kurz auf. Und dann schließen wir es ab. 5 Update-Punkte zur Versionsnummer hinzugefügt. Da gucken wir ja direkt mal nach, oder? Ja, aber wir dürfen noch nicht wirklich upgraden. Also da fehlt noch ein bisschen was. Wir dürfen nämlich nur in jeder vollen Version upgraden. Das heißt, in Version 2.0.0 oder höher liegen, dürfen wir erst die nächsten Upgrades wieder machen. Oh nein, die Korruption hat schon auf diesen Sektor übergegriffen. Oh Gott, ja, wir dürfen unsere ersten Kämpfe jetzt schon machen. Denn die Korruption hat jetzt hier drauf übergegriffen. Und wir müssen uns hier ein bisschen durchkämpfen und verteidigen. Ja, Korruption hat Block 13 in Block genommen oder wie auch immer man das nennen soll. Bit, da bist du. Bittilein, wo geht's lang? Hier geht's lang. Trete auf die Plattform. Na, so nicht. So einfach kriegst du mich ja hier nicht, ey. Yeah. Ihr seht's auch schon, der hält ein bisschen mehr aus. Also, die halten auch unterschiedlich viel aus. So. Ich soll auf die Plattform treten? Ja gut, dann machen wir das. ID-Ausgangsplattform. Es sieht einfach alles sieht toll aus. Ich finde das klasse. Subsektion 15, hau mich tot und fall nicht um. Wird gescannt. Subsektion 1568.2, Gruppe 7. Korrupt! Das heißt, hier werden wir definitiv Gegner vorfinden. Und hier hinten wartet Bit, aber da gehe ich jetzt noch nicht hin. Denn hier gibt es erstmal Energie. Und ihr seht es auch schon. Korrupt. Ja. Man sieht es hier sogar so ein bisschen live, wie hier alles übernommen wird. Und was haben wir denn hier Schönes? Wir haben 2 Update-Punkte zu unserer Versionsnummer bekommen und wir haben unser erstes Update damit gesammelt. Und hier sind ein paar Archivbehälter, ja, deswegen bin ich hier auch erstmal hingegangen. Hier sind 2 Archivbehälter, die ein bisschen die Hintergrundstory auch noch erzählen oder Seitenstories und ich finde die ziemlich geil. Eine E-Mail, 5 Energie, jo, nehmen wir mit. Wir lesen einfach fremde E-Mails. Betrifft Virusalarm an alle Mitarbeiter @en.com. Also EN ist die Firma. Von it@en.com. Datum März 2003. Jetzt weiß ich auch das Release-Datum wieder. 2003. Bedauerlicherweise hat mir nicht jeder das Update für den neuen Virus... Moment mal, Leute.
Bedauerlicherweise hat nicht jeder das Update für die neue Virenschutzsoftware installiert. Als Folge davon hat ein unbekanntes Virus einige Systeme auf den Laborservern der Gruppe 7 befallen. Wir arbeiten an diesem Problem. Vielen Dank für Ihre Geduld. IT-Department. Na toll. Oh, da will ich aber nicht runterfallen. Also, eingewagter Sprung. Oh, geschafft. Noch eine E-Mail. Nummer 5 Energie. Ach, ihr klaut mir meine ganze schöne Energie. Betrifft Virusalarm an alle Mitarbeiter wieder von IT, Datum mal wieder März 2003. Bis auf Weiteres bitten wir alle Mitarbeiter, keine Dateien auf den zentralen Server, Source Code Server zu spielen oder von dort herunterzuladen. Wir tun unser Bestes, um den Virus zu isolieren, aber er ist so aggressiv, dass es gar nicht so leicht ist. So etwas wie diesen Virus haben wir noch nie zuvor gesehen. Tut uns leid wegen der Umstände, ist leider nichts zu ändern. IT-Department, naja, zumindest arbeitet der Support mal ein bisschen vernünftig. Von manchen Anbietern kann man das ja heute Tage leider nicht mehr warten. Ich meine, hier unten wäre auch nochmal. Nein, hier unten ist kein weiterer Behälter. Das heißt, Bit, wo bist du? Ich komme, wir können weitermachen. Yay, yay. Komm, mach den Weg auf. Hey. Ein schwerer Ausnahmefehler. Romy konnte ein Datenpaket nicht an meinen User übermitteln. Er muss beschädigt sein. Dabei war er noch so jung, hatte noch so viele Zyklen vor sich und erst die coole Brille. Ja, okay. Dazu ist jetzt aber erstmal zu sagen, alle diese Programme gehören irgendwelchen Usern. Meistens sehen die User genauso aus wie die Programme, also man kann sich das ungefähr 1:1 vorstellen. Was ziemlich cool ist, wie ich finde. So, das wollte ich nur sagen. Und, oh Gott, das sieht ja hier nicht allzu gut aus. Bit, Byte, wo ist mein Byte? Byte will da nicht rein. Byte ist da. Da ist der einzige Weg, der nach draußen führt. Ja, toll, komm ja nicht ran. Komm ich aber nicht hin. Also muss ich außen rum gehen. Na, klasse. Im nächsten Sektor befindet sich ein Archivbehälter mit einer Subroutine, die deinem Sprungvermögen auf die Sprünge hilft. Na, das finde ich aber nett. Entlang, User. Dann nehmen wir die doch direkt mal mit erstmal. Erstmal hier wieder einen Update-Punkt erhalten. Wir sind jetzt schon Version 1.1.4. Ja, nur noch ein Update-Punkt und wir sind wieder voll. So ein bisschen Energie mitnehmen. Und wo ist sie? Da hinten ist sie hin. Oh Gott. Und die Laufgeräusche hören sich irgendwie so ein bisschen merkwürdig an, als ob wir auf Watte laufen. Finde oder so. Den Archivbehälter und die darin enthaltene Subroutine. Jawohl, wird gemacht. Wir haben wieder neue Hilfe gekriegt. Subroutinen. Eine Subroutine ist ein abgeschlossenes kleines Programm, das in deinem Systemspeicher installiert werden kann. Es gibt drei verschiedene Familien der Subroutinen. Kampfsubroutinen können Primates in eine große Kollektion einzigartiger Waffen verwandeln. Verteidigungssubroutinen verstärken deine Panzerung und schützen dich vor Angriffen. Utility-Subroutinen verleihen dir zusätzliche Fähigkeiten. Ein J-Amp, Abbildung 1, also das, was da links ist, beispielsweise ist eine Subroutine, die dich höher springen lässt. Ich denke mal, die werden wir dann auch dementsprechend hier gleich kriegen. So, ihr merkt es auch schon, ich rufe immer nur die wichtigen Hilfedateien auf, also die, die ich wichtig finde. Nur wo ist jetzt diese Subroutine? Hier oben? Dahinter! Da ist sie! Bit, mach auf! Byte! Warum sage ich eigentlich mal Bit? Ja, Bit, Byte, sind die... Ja, sind die Formen in der Computersprache. Oh Gott, ist das alles hier riesig. Guckt euch das an. Wow, da hier draußen ist eine freie Welt. Oder ist eine Welt. Systemfehler. Wird sortiert. Mein Name ist Romy. Bitte befreie mich. Ich muss ein wichtiges Paket abliefern. Okay, machen wir später. Erstmal muss ich hier runterladen. Wir haben eine E-Mail und eine Genehmigung. Erstmal laden wir uns die Genehmigung runter und die E-Mail gleichzeitig mit dazu, weil man kann ja mehrere Sachen runterladen. Betrifft Preisverleihung an alle Mitarbeiter von Management. Ebenfalls am 3. März 2003. Es ist uns eine Freude, Ihnen mitzuteilen, dass unsere Mitarbeiter Alan Bradley von der Internationalen Akademie für Künstliche Intelligenz der heiß umkämpfte Preis Digital Paul verliehen wurde. Und zwar für seine letzte Version von Mafia. Bitte kommen Sie in die Mitarbeiterkampagne, wo wir Mr. Bradley voller Stolz seine Urkunde überreichen wollen. Herzlichen Glückwunsch, Mr. Bradley, der Vorstand. Mr. Bradley war vielleicht auch der, den wir vorhin gesehen haben. Also in dem Intro. Vorhin ist gut, das ist ja mittlerweile doch schon ein bisschen her. Und hier ist ein kleines Upgrade versteckt. Also ihr werdet euch daran gewöhnen müssen. Ich werde hier mal wieder alles untersuchen. Wir dürfen immer noch nicht upgraden, obwohl wir jetzt ein... Aber wir haben hier schon ein bisschen was runtergeladen. Ein Bedblock. Einen sogenannten. Boah, das Anwenden geht nicht so ganz gut. Dieser Speicherblock muss erst defragmentiert werden, bevor er von einer Subroutine verwendet werden kann.
Kann ich dich hier unten defragmentieren? Basiscode. Dieser Speicherstock steht für die Installation einer Subroutine nicht zur Verfügung. Ja, ist mir mittlerweile. Ach, Defragmentierungsprozedur. In Bearbeitung. Badblock. 0% abgeschlossen. Je mehr wir uns bewegen, ich laufe mal ein bisschen rum, desto mehr wird das hier unten fertig werden. Zack, schon 9%. Also laufen wir jetzt erstmal ein bisschen im Kreis. Und dann kriege ich gleich die Nachricht. Wir haben einen Badblock defragmentiert. Ja, wir sammeln natürlich hier alles Mögliche und Unmögliche ein, was hier unterwegs rumliegt. Und daraus werden dann auch Subroutinen gebildet. So, wie viel Prozent sind wir mittlerweile? Dum-dum. Wir sind bei 61%. Also noch ein bisschen rumrennen. Ah, das dauert jetzt ganz kurz. Man sieht auch rechts oben die Anzeige, dass sich das so langsam füllt und vielleicht der Block erfolgreich repariert. Und was war's? Was war's? Na toll. War nix. Machen wir das nächste mit dem nächsten Bad Block. Ne, warte mal. Oh Gott, ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte es auch direkt einfach als Pod-Prozedur oder als Desinfizierungsprozedur machen können. Und das hier unten ist nämlich Defragmentierungsprozedur. Ach doch, ich muss es erstmal defragmentieren. Ja. Defragmentieren kann ich auch mal kurz erklären, während ich hier so schön rumrenne. Ordnet Daten neu an. Dadurch kriegen wir jetzt natürlich neuen Basiscode erstmal dafür zugeschrieben. Ihr kennt das vielleicht auch mit eurer Festplatte. Wenn ihr sie defragmentiert, dann funktionieren Programme wieder schneller. Das liegt daran, dass die Defragmentierung normalerweise dafür sorgt, dass... Oder ich erkläre es mal anders. Also, stellt euch einfach eine Festplatte vor. Da liegen die ganzen Daten drauf. Ne? Einfach mal so wie so eine Seite, da sind die ganzen Daten draufgeschrieben. Nur leider ist es so, auf einer Festplatte verschieben sich diese Daten auch ein bisschen irgendwann an der Zeit. Weil man löscht was und dann wird wieder ein bisschen was frei. Und die Daten werden dann immer in diesen Blöcken abgelegt, wo halt eben ne, Platz war. Und das Defragmentieren versucht dann einfach zuzuordnen. Datei A besteht, ist in Sektor 1.